Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Deponia Doomsday in einer neuen Folge. Und wir gucken mal, ob wir das durch das... Hier geht das weiter. Genau. Aber ich gehe nicht ohne Goal. Weiß, wen sie sonst noch alles heiratet. Ja, also müssen wir nach vorn und mit Goal reden. Goal, komm du bitte mit. Gute Neuigkeiten. Ich habe einen Weg hier rausgefunden. Hat da jemand was gesagt? Ich sehe gar niemanden. Oh, jetzt hör doch mit dem Babykram auf. Wir können zurück in die Zwischenzeit. Das muss doch auch in deinem Sinne sein. Ach, Monsieur Wedding Crasher will mir erklären, was in meinem Sinne ist? Goal, ich bin untröstlich. Ich wollte doch nicht, dass wir hier landen. Auch wenn die Entführung der Braut genau genommen zu den traditionellen Aufgaben eines Trauzeugen gehört. Ich weiß doch, dass du diese Dinge nicht mit Absicht machst. Und dass wir hier festsitzen, habe ich selber verbockt. Aber für einen Zeitreisenden ist dein Timing echt unterste Schublade. Während du fort warst, hat mir die alte Goal viel von dir erzählt. Sie sagte, dass du zurückkommen würdest und dass ich Geduld haben soll. Sie sagt, du hättest ihr beigebracht, niemals die Hoffnung aufzugeben. Aber alles, was ich dachte, war, dass ich nicht so enden will wie sie. Zweimal bist du einfach aus ihrem Leben verschwunden. Aber immer, wenn sie gerade akzeptiert hat, dass du nicht zurückkommst, tauchst du doch wieder auf. Wie soll man denn damit umgehen? Ist das so eine Masche von dir? Und jetzt ziehst du die gleiche Schose bei mir ab. Es macht also insgesamt schon drei. Und deswegen willst du jetzt lieber in der Wüste versauern? Verstehe ich auch nicht. Sagt man nicht, alle guten Dinge sind vier? Ja. Die hat ja wirklich eine Scheißlaune. Na, ist doch gut. Hier in der Wüste haben wir Sprichwort. Das Schwierige an der Kokosnussernte ist, den Bau auf den Palme zu bringen. Den Rest erledigt die Schwerkraft. No? Echt jetzt? Was? Wenn das so ist, habe ich echt einen Lauf. Meine Dino-Fuß. Meine Dino-Fuß. Rufus. Rufus. Rufus, du sollst vielleicht, weil wenn die, das könnte ja, weißt du, ne? Erkennst du mich denn nicht? Ich bin's. Goal. Nie gehört. Oh. Aber ich kann dich ohnehin nicht reinlassen. Befehl ist Befehl. Das ist doch... Probleme? Goal will die Brücke nicht runterlassen. Dann hat er dich in dieser Zeit offenbar noch nicht kennengelernt. Keine Sorge, das wird er gleich. Ist wohl doch nicht so toll, der Typ, was? Ich scheine ein Händchen für Idioten zu haben. Stimmt. Erst Cletus, dann er hier. Du suchst dir wirklich mit großer Treffsicherheit die größten Napfsülzen aus. Ja, gut, okay, in das Portal können wir nicht mehr. Was können wir sonst noch so? Goal, ja komm. Sprechen wir nochmal mit dir. Jetzt bist du sicher dankbar, dass ich deine Hochzeit habe platzen lassen, richtig? Überspann den Bogen nicht. lässt uns bitte rüber, Rocco. Goals Männergeschmack ist echt das Letzte. Eine Flitzpiepe nach der anderen. Hey, Rocco, lass uns rein. Wow, das ist dein Plan? Psst, ich würde ja gerne, aber ihr steht mitten im Fuelock-Gebiet. Wenn ich die Zugbrücke runterlasse, könnte das eine Invasion zur Folge haben. Ach so, na dann. Ich glaube, er will uns wirklich nicht reinlassen. Gut, dass du es nochmal versucht hast. Ach, Rufus, du bist so toll. Ja gut, dann müssen wir nochmal mit der 4D-Brille gucken. Vielleicht finden wir ja ein anderes Portal. Aha, ich sehe Potenzial. Ah, da oben, sehr schön. Gut, ja, dann... Ich erkenne hier durchaus Potenzial. Das ist schön. Dann werden wir mit dem Tachyonen-Armbrustdings da einfach mal reinschießen. Na, ihr wisst eh, wie es läuft. Hey, was tust du da? Ich falte mir einen vierdimensionalen Kalender aus Recyclingpapier. Das sieht mir eher so aus, als würdest du versuchen, das Portal zu öffnen. Tja, offene Portale sind das Januar-Motiv, du Blitzmerker. Das geht nicht. Das ist ein Elysium-Portal. Da kommen die Fuelocks her. Dann versuch doch, mich aufzuhalten. Bin gespannt, wie du das anstellst, ohne das Tor zu öffnen. Ich wäre verpflichtet zu schießen. Oder willst du mich etwa, Was? Was hast du gesagt? Ernsthaft? Du würdest eher auf uns schießen, als uns reinzulassen? Ich mache die Regeln nicht. Ich befolge sie nur. Dann mach dich mal auf etwas gefasst, Freundchen. Ich bin nämlich mit demjenigen unterwegs, der sie bricht. Selbst wenn das bedeutet, dass man ihn über den Haufen schießt. Ist es nicht so, Rufus? Genau. Ui. Ja, jetzt muss er wohl fast, der Rufus, ne? Ich glaube, hier brauche ich einen Plan. Am besten einen, bei dem ich nicht über den Haufen geschossen werde. Ich sollte mit Goal darüber reden. Ja, natürlich. Sprechen wir mal mit Goal darüber. Dum-di-dum-di-dum-di-dum. Du, Goal, ich möchte nicht sterben. Was machen wir da? Und?
Hast du schon eine Idee, wie wir an ihm vorbeikommen? Hm? Hier oben, Rufus. Oh, Entschuldigung. Mir ist tatsächlich gerade eine Idee gekommen. Wir könnten... Bitte was? Hey, was flüstert ihr da? Und dann... Wer flüstert, der lügt. Und das war's. Denkst du, du kannst das? Na klar. Warum denn nicht? Na los, in Position, Soldat. Echt jetzt? Na gut. Ich gebe dir das Signal, wenn ich soweit bin. Ja, Ich bin bereit. Gib mir einfach das Signal, wenn du soweit bist. Ja gut, dann gehen wir nochmal nach oben zum Portalpotenzial und machen es nochmal auf, ne? Goal! Jetzt! Huch! Was zum... Was? Oh. Was? Warum sind da... Das... Was ist jetzt? Ist das Portal schon offen? Einen Augenblick noch! Warum sind da Schnabeltiere drauf? Das verstehe ich nicht. Okay, jetzt! Nein! Stopp! Ja, okay, das war jetzt... Ich bin mir nicht sicher. Oh, Elysium, das ist ja nett. Wir sehen Elysium. Das ist ja super. Ha, jetzt sind wir doch zusammen auf Elysium. Tja, das sind wir wohl. Hier sollte es eine Menge anderer Portale geben. Können wir nicht einfach hier bleiben? Aber oh, das hatten wir doch schon. Anfangs habe ich ja auch gedacht, dass das eine gute Idee ist. Aber wer rettet die Welt, wenn nicht wir? Das ist unfair. Warum darf es uns nicht gut gehen? Goal? Probleme, Gefahren, Probleme, Gefahren. Es ist fast so, als würde uns jemand beobachten und... Goal! Oh oh. Oh oh. Ach hey, bitte nicht. Ronny! Bist du etwa für die ganzen Fuel-Loks verantwortlich? Sind sie nicht super und viel effektiver als die alten Robo-Bediensteten? Zumindest werden sie häufiger nachgefragt. Besonders beliebt ist das Sicherheitspersonal. Jeden Mal dasselbe. Kaum habe ich den ersten Fuel-Lok losgeschickt, gehen überall die Sirenen. Sicherheitsalarm! Sicherheitsalarm! Haha! Sie können gar nicht genug von ihnen bekommen. Ronny, du musst damit aufhören. Die Fuel-Loks sind keine Sicherheitskräfte, sondern die Sicherheitslücke. Das ist ja das Schöne. Die Leute lieben das. Streicheltiere und Kartbahnen. Fahrt, die Leute wollen Dramatik. Action. Jeden Tag ein neues Armageddon. Und dank dieser Zeitschleifenkiste gibt's all das vollkommen ohne Konsequenzen. Na? Wie findet ihr mein neues Unterhaltungsangebot? ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, das ist nicht so gut. Du bist verrückt, Ronny. Mag sein. Verrückt nach Spaß. Das hier ist aber kein Spaß, Ronny. Das ist bitterster Ernst. Wie kann es ernst sein, wenn es keine Konsequenzen hat? Weil Konsequenzen wichtig sind. Ohne Konsequenzen ist einfach alles nur sinnlos. Papala Pups! Spaß ist immer sinnlos! Du irrst dich. Das Gegenteil ist der Fall. Und ich glaube, ihr wisst einfach nicht, wie man richtig Spaß hat. Solange ich hier den Hut aufhabe, wird das Abenteuer niemals enden. Ach, ey. Was hast du mit uns vor, Ronny? Na, ihr seid natürlich Ehrengäste auf meiner Party. Immerhin warst du es ja, der mir beigebracht hat, wie man Fuel-Loks herstellt. Und der mit dem Aluhut meine Sicherheitsprotokolle außer Kraft gesetzt hat. Rufus? Es war notwendig. Wozu war es denn bitte notwendig, eine Rasse aus Killerwesen zu erschaffen? Ich kann mich jetzt nicht mehr an alle Einzelheiten erinnern. Aber zum nämlichen Zeitpunkt war es das Gebot der Stunde. Ist es denn so wichtig, wie es passiert ist? Genießt es doch einfach. Ihr könnt jeden Morgen wieder anfangen, meinen Fuel-Loks zu entkommen. Solange ich hier den Hut aufhabe, wird es ja niemals ja, toll, das ist, genau. Schluss jetzt. Damit ist jetzt Schluss, Ronny. Wir gehen nach Kuwak und durchbrechen die Schleife. Boah, ihr Schlingel, das könnt ihr nicht. Was wäre denn das für ein Ende? Alles voller Fuel-Loks. Alle tot. Elysium verwüstet. Nein, so werdet ihr es nicht enden lassen.
Okay. Du trägst aber keinen Hut, Ronny. Putzschnitzel, du hast recht. Warte, das muss ich sofort korrigieren. Oh. Wow. So ist es besser. Super. Dein Hut ist dämlich, Ronny. Ich weiß. Aber versuch du mal, einen Hut zu falten, wenn du Blätter statt Händen hast. Nicht einmal Papierflieger kriege ich richtig hin. Hui. Sorry. Das Spiel ist für heute sowieso fast rum. Nicht mehr lange, dann geht es wieder. Wiku, wiku, wiku. Ihr könnt mir gerne ein bisschen Gesellschaft leisten, während wir hier auf den Zeitsprung warten. Ich spiele euch dabei den neuen Song vor, den ich geschrieben habe. Beide. Nö, Moment, Papierflieger? Darf ich? Aus den ja, ich glaube, das war jetzt lustig genug. Autsch. War ja klar. 50 Jahre die besten Hüte aus 5 Jahrzehnten. Na, wenn das kein trauriger Zufall ist. Na los, lies vor. Was für Hüte haben es auf die Spitzenplätze geschafft? Ja. Auf Platz 1 ist die Melone. Eine hervorragende Wahl. Da müsste sich was Passendes am Fruchteisbrunnen finden lassen. Ach, hey. Chick, so singt es sich doch gleich viel entspannter. Deine lass die Hände schön da. Okay, ja, ich kann eh schon nichts mehr. Ronny? So werde ich also sterben. Ich schätze, da haben ein paar Leute aus dem Dorf eine Menge Geld verloren. Außer Lonzo. Der hat genau hierauf gesetzt. Ja, komm, Ronny. Ronny! Was? Willst du noch was loswerden, bevor alles wieder von vorne anfängt? Ja, genau. Dein Hut ist dämlich, Ronny. Findest du? Oh, halb so wild. Alles kommt irgendwann wieder. Mode verläuft zyklisch. Also, welchen Hut soll ich als nächstes ausprobieren? Naja, was haben wir denn da doch noch? Genau. Aluhüte haben es immerhin noch auf einen guten 4. Platz geschafft. Eine hervorragende Wahl. Aber wo bekomme ich so einen nur her? Hattest du nicht einen bei dir im Computerkern? Ach ja, ich Dummerchen. So, besser geht's jetzt aber wirklich nicht. Immerhin ist dieser Moment. Was ist denn hier jetzt los? Das war doch ein Trick. Der Hut überlebt mein Avatar. Violax, zum Angriff, zum Angriff. Nein. Achtung. Rufus, jetzt. Das ist unsere Chance. Ja, wir dürfen ins Menü und kommen. Wir schießen einfach mit dem Tachyonenpfeil. Dein Hut ist hiermit wieder voll out. Gut. Ja, wir hätten jetzt natürlich Spaß haben können mit anderen Kein Hüten. Kein übler Schuss. Aber muss ja nicht sein. Komm, rein ins Portal. Jetzt. Keine Ahnung, wie wir bei den Fuelox vorbeikommen. Oh, was ist denn jetzt los? Das ist nichts. Okay. Ja gut, kommen dann nochmal die 4D-Brille. Was denn auch sonst? Immer dasselbe hier. Aha, oh. Ich sehe Potenzial. Heiteres Potenzial zum Öffnen. Was? Ach ey. Was passiert jetzt? Ui. Ui. Oh. Ah ja, das haben wir ja gut hinbekommen. Das war stark. Können wir das nochmal machen? Wie denn? Die Fuelox versperren den Weg zum Ufer. Hast du einen Plan? Kommt sofort. Wir haben doch immer einen Plan. Nämlich zum Beispiel hier das Portal aufmachen. Ich probier mal was. Bin sofort zurück. Rufus! Oh, ah ja. Oh. Toll, jetzt wird weiter gestrudelt. Wo kommen wir denn jetzt hin? Ah ja, okay. Toll, jetzt sind wir wieder hier. Aua, immer wieder aua. Oh je, Goal. Es ist ja ganz spät hier. Ich wollte eigentlich nicht, dass du das hier siehst. Schon okay.
Ich komm klar. Niemand sollte seinen eigenen Tod mit ansehen müssen. Das da bin ich nicht, Rufus. Das ist Rita. Was? Aber... Du hast recht. Hui, ist das verwirrend. Das letzte Mal lagst du hier. Genauso. Ich kann's ihm nicht verübeln. Ich war ja nicht da. Wir können das ändern. Ich kenne einen Weg zurück. Damit ich dann hier liegen kann? Das ist alles so deprimierend. Ja, gut, okay. Dann... Geladene Armbrust, aber... Das Wasser hat die Tachyonenhülle von den Zeigern gewaschen. Warum? Ja, gut. So, zur Hacienda. Schauen wir mal, wo wir da hinkommen. Also, wir haben keine Zeitpfeile mehr. Das ist sehr schade. Oh, das ist auch neu. Was hier passiert? Scheinbar sind wir noch weiter in der Zukunft. Oder wie das hier heißt. Na toll. Ah, zumindest ein Brecheisen. Endlich mal was Nützliches. Vielleicht ist es doch noch nicht zu spät, die Laufbahn des Zeitbanditen einzuschlagen. Super, Rufus, nimm einfach das Brecheisen mit. Gut, dann schauen wir mal. Jetzt bin ich gespannt. Es ist ja wirklich alles extrem verwirrend hier. So, zurück zum Stadtkern. Und, ja. Kann man jetzt hier das Garagentor? Sonst gibt's ja eh nichts. Nee, natürlich nicht. Nee, ohne Hilfsmittel kriege ich das wohl nicht wieder. Ja, das auf. Wissen wir schon. Goal? Zumindest haben wir das Fuel-Lock-Problem gelöst, ja. Oder? Ja. Ist doch auch was Bravo. Schönes. Wir haben sie alle nach Paradox City gespült. Keine Sorge, ich bringe uns von hier weg. Beeil dich, dieser Ort macht mir Gänsehaut. Ja, gut, dann hier mit dem Brecheisen können wir das jetzt aufmachen. Und? Ich hätte ja gehofft, Goal hilft mir, aber offensichtlich ja nicht. Goal? Ah, doch. Geschafft. Ja, und jetzt? Ja, und jetzt, das machen wir natürlich hier mit der 4D-Brille. Aha, ich sehe Potenzial. Ja, ich auch. Aber das Problem ist natürlich jetzt mit diesen Pfeilen, ja. Auch das noch. Das Wasser hat die Tachyonenbrühe von den Zeigern gewaschen. Ja. So, aber wir haben ja noch hier immer noch die Fernbedienung. Na, ob das noch funktioniert? Probieren wir es mal. Oh. Aha. Ist da etwa vielleicht Tachyonenbrühe drinnen? Oder sowas in die Richtung? Tachyonenbrühe. Oh. Ja, in der Tat ist da wirklich ein bisschen Tachyonenbrühe noch drin. Das Wasser hat die Tachyonenbrühe von den Zeigern gewaschen. Zeit, sie wieder aufzuladen. Juhu. Sehr schön. So. Schön, dass wir auch so viele Zeiger wirklich haben. Ist ja auch richtig toll, einfach mit Uhrzeitzeigern auf Portale, Zeitportale zu schießen. So. Na also. Goal, ich habe einen Ausweg gefunden. Ein Glück, dieser Ort macht mir Gänsehaut. Zumindest hat er seit unserem letzten Besuch ordentlich Federn gelassen. So, und rein da. Worauf warten wir noch? Ja, lass uns von hier verschwinden. Ladies first. Oh, was? Wo sind wir denn jetzt gelandet? Ach, das ist ja toll. Wow. So viele Buntpflanzen. Das sind Blumen. Nicht einmal auf Elysium haben wir so viele davon. Seien wir ehrlich, es ist nicht komplett hässlich. Und das verdanken wir nur euch beiden. Wir waren das? Ihr habt den Krieg beendet und uns den Weg ins gelobte Land gezeigt. Und? Gibt's jetzt eine Party? Wo sind deine Mitstreiter? Die sind schon aufgebrochen. In die Vergangenheit? Die Quelle von allem, was gut und richtig ist, ne? Genau, danke. Tausendmal danke. Ja, bitte gern. Haben wir doch gern gemacht, ne? So, was ist hier jetzt? Okay. Er sieht glücklich aus. Tja, jeden Tag eine gute Tat. Ach danke. Ja. Tausendmal danke. Hast du schon gesagt? Das ist fast wie früher. Na, ein Wunder. Ist ja auch früher. Was? Kannst du noch? Klar. Weiter geht's. Ja, aber hier ist... Ich will hier bleiben. Hier ist es so schön. Gut, wir müssen offensichtlich da in das nächste Portal rein. Ich bin gespannt, wo wir da jetzt hinkommen. Moment, was sagt Goal hier? Kannst du noch? Klar. Okay, ja. Rein ins Portal. Ah ja. Toll, jetzt sind wir wieder hier. So, wo kommen wir da jetzt hin? Da kommen wir jetzt nach Elysium, oder? Oder wie war das? Hätten wir da jetzt was mitnehmen können? Ja, nach Elysium. Okay, gut. Ach hey, jetzt sind wir in Elysium. So, hier ist zum Glück nicht alles schräg. Kannst du noch? Klar, weiter geht's. So, jetzt gehen wir hier in das Portal, wo treffende Leiter...
Was? Wo kommen wir denn da jetzt hin? Was? Oh, wo sind wir denn jetzt gelandet? Okay. Ja, das kommt euch nicht komisch vor. Kannst du noch? Klar, weiter geht's. Ja, aber wo geht's da jetzt hin? Ich meine, da haben wir ja nichts mehr. Moment, also da müssen wir wahrscheinlich jetzt... Gucken wir mal, haben wir hier noch mehr Potenzial? Aha, ich sehe Potenzial. Ah ja, natürlich wieder die üblichen beiden Verdächtigen. Ich schieß mal da ran. Du, Rufus. Ich glaube, ich muss mich entschuldigen. Du bist eine Katastrophe, zugegeben. Aber irgendwie schaffst du es am Ende doch. Du machst die Dinge besser. Ich hatte die Hoffnung aufgegeben. Aber wenn ich mich so umsehe... Jetzt werd mir mal nicht rührselig. Komm, die Zukunft wartet. Ja, gut, sie wird rührselig. Ja, gut. Aber wie es weitergeht, liebe Leute, das sehen wir in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen. Tschüss.